Ich begrüße Sie zu diesem Kurzvideo zur Vorstellung der Edison Finanzbuchhaltung. Mein Name ist Thorsten Siegmann und das Thema in diesem Kurzvideo wird sein Splitbuchung bzw. Aufteilungsbuchung in der Finanzbuchhaltung. Was sind aber eigentlich Split- oder Aufteilungsbuchungen? Sie kennen es bestimmt in Ihrem Buchungsalltag auch, dass Sie bei Einbuchung von gewissen Rechnungen mehr als ein Gegenkonto ansprechen müssen. Mehr als nur eine Kostenstelle ansprechen müssen. Sie hören schon raus, über die Edison Finanzbuchhaltung ist sowohl die Kontoaufteilung als auch die Kostenstellenaufteilung problemlos möglich. In weiteren Beispielen möchte ich Ihnen auch zeigen, wie Sie über die digitale Belegbuchhaltung scannen, buchen, archivieren, sowie über Banking, das heißt bei elektronischen Kontoauszugsimporten, auch automatische Aufteilung generieren können. Und unserer klassischen Horizontal-Buchungserfassungsmaske erfasse ich nun ein erstes einfaches Beispiel. Den Bruttorechnungsbetrag erfasse ich gegen den Lieferanten. Das Gegenkonto lasse ich wissentlich leer, weil wir ja auf mehrere Gegenkonten aufzuteilen haben. Das System weiß jetzt automatisch durch das Buchungsbestätigen oder über die Kurzbuchungstaste, dass wir eine Aufteilung vorzunehmen haben. Die Ansicht oben wechselt in eine Detailansicht zu dieser Aufteilung. In diesem Feld Aufteilung wird der entsprechende Betrag gesamt überwacht. Sie können jetzt auch wählen, ob Sie eine Brutto- oder Nettoaufteilung vornehmen möchten. Das heißt, über die entsprechenden Steuerschlüssel können wir die jeweilige Umsatz- und Vorsteuer drauf- oder runterrechnen. Ich erfasse einen ersten Teilbetrag, Vorzeichen entgegengesetzt, damit der Aufteilungsbetrag sich ja entsprechend reduziert. Kurzbuchungstaste. Schließe ich den ersten Teilbetrag ab. Sie sehen, der Aufteilungsbetrag ist um den ersten Teilbetrag reduziert. Ich erfasse den zweiten Teilbetrag, wiederum vorzeichend entgegengesetzt, auf ein anderes Konto, in dem Fall mit anderem Steuersatz. Ich schließe über die Kurzbuchung ab. Das System weiß, dass der Aufteilungsbetrag in Summe aufgeht und wechselt die Ansicht wieder in die klassische Journalansicht. Über das Kontoblatt oder natürlich auch hier direkt im Buchen haben Sie die Möglichkeit, alle Aufteilungen bzw. auch Verdichtungs- und Steuerbuchungen in einer Übersicht nachzuvollziehen. Klassisch auch gerne über das T-Konto. In dem nächsten Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auch auf Kostenstellen aufteilen können. Das kann kombiniert mit mehreren Sachkontoaufteilungen passieren oder über ein Sachkonto nur auf Kostenstellen aufzuteilen. Ich erfasse erneut einen Rechnungsbetrag von 1000 Euro auf das Gegenkonto 5409. In diesem Feld der Kostenstellenangabe könnte ich eine Kostenstelle direkt erfassen. Ich kann aber auch über das A eine Aufteilung vornehmen. Alle Kostenstellen aus unserem Projekt Controlling, als auch natürlich die Kostenträger, stehen mir hierbei zur Verfügung. Nach Auswahl der Kostenstelle kann ich entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz zur Aufteilung eingeben. Der Rest wird mir automatisch in die Buchungsmaske voreingestellt. Ich wähle die nächste Kostenstelle aus und betätige wieder die Schaltfläche Buchen. Falls Sie sich in diesem einfachen Buchungsbeispiel wiederfinden und sagen, das benötige ich häufiger, dann können Sie das gerne als Vorlage fest abspeichern und an einem Sachkonto fest hinterlegen. Wir können Aufteilungen aber auch automatisieren, beispielsweise über das Einlesen über unsere Edison Banking Schnittstelle von elektronischen Kontoauszügen. Wir befinden uns hier bereits in der Vorschau eines Kontoauszuges, wo wir gleich unsere Lerndatei entsprechend bestücken möchten. Klassisches Beispiel hier könnte sein, Miete inklusive Nebenkosten werden abgebucht und Sie möchten zwei Sachkonten ansprechen. Die Möglichkeit besteht entsprechend im Rahmen der Vorschau über die Regelverwaltung, die Regel so zu definieren, dass hier nicht nur ein Sachkonto angesprochen wird, sondern über die Schaltfläche Aufteilung auch mehrere Sachkonten mit und ohne Steuerschlüssel oder auch mit Kostenstellen, Kostenträgern. Ein nächstes Beispiel zur automatischen Aufteilung könnte auch die digitale Belegbuchhaltung bei Edison scannen, buchen, archivieren sein. Ich kann natürlich am Beispiel einer solchen klassischen Aufteilungsrechnung die Aufteilung wie vorhin gezeigt manuell vornehmen. Ich kann aber auch über das Regelwerk über scannen, buchen, archivieren an Beispiel von gewissen wiederkehrenden Artikelnummern, Artikeltexten
auch eine automatisierte Aufteilung vornehmen. Das bietet sich an, wenn Sie das des Öfteren haben bei wiederkehrenden Lieferanten und Sie sonst immer eher umständlich noch Aufteilungsbeträge selbst ermitteln müssen. Wir haben in diesem Kurzvideo nun gesehen, wie wir in der Edison Finanzbuchhaltung völlig problemlos Aufteilungsbuchungen generieren können. Dabei können wir auf mehrere Gegenkonten, mehrere Kostenstellen, Brutto-Netto aufteilen oder natürlich auch einen hohen Automatisierungsgrad erreichen über Banking und Scannbuchen archivieren.